Katja Leikert ist die nächste am Pol. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion. Ist der Brexit schon vollzogen? Vor 2 Wochen dort war die Abstimmung. Wir haben die Bilder des Abschieds noch vor Augen. Und es gibt einfach nichts daran zu rütteln. Und da unterscheiden wir uns fundamental, Herr Hebner. Der Brexit ist und bleibt ein historischer Fehler und eben keine nur leider vorübergehende depressive Phase von End. 40ern. Er ist und bleibt ein trauriges Kapitel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Brexit produziert nur Verlierer am Ende. Er schwächt Europa und damit denjenigen Teil der Welt, der wie kein anderer für Menschenrechte und Freiheit steht und weltweit dafür eintritt. Und nicht zuletzt bedeutet der Brexit, dass eine Handelsnation wie die Briten aus dem größten Binnenmarkt der Welt austreten, und auch das bleibt ein Irrsinn. Das Brexit-Referendum erinnert uns darüber hinaus daran, dass die repräsentative parlamentarische Demokratie ein Fortschritt ist. Es reicht eben nicht, wenn man sich da in Demonstrationen versammelt, Herr Hebner. Und gerade deshalb sind alle immer wieder dazu aufgefordert, gegen jede Falschinformation und plumpen Populismus jeden Tag aufzustehen. Immerhin, es kann sein, dass Sie gerne auf Chaos abzielen, aber immerhin gibt es ein Austrittsabkommen, es gibt einen geregelten Austritt und es ist eben kein Chaos-Brexit geworden. Und genau das ist das Verdienst der Europäer. Wir haben geduldig, fair und vor allem geschlossen verhandelt. Und es war nicht immer leicht, wenn man sich die Situation in London angeguckt hat, ein Durcheinander, das alle Elemente von einem Shakespeare-Drama aufgeboten hat, Intrigen, Verrat und jede Menge Opfer und dazwischen ein tapferer, aufrechter Speaker, der immer wieder versucht hat, für Ordnung zu sorgen. Manche, auch hier in diesem Hohen Haus, genau wie Sie es eben getan haben, versuchen ja gerne zu behaupten, dass die Europäische Union selbst schuld sei an diesem Drama. Arbeitnehmerfreizügigkeit, Migration, das sind ja so Ihre Themen, die Sie anführen. Und wir alle wissen, besonders diejenigen von uns, die viel vor Ort in ihren Wahlkreisen sind, dass da nicht immer alles glatt läuft. Und wir wissen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, für die Europäische Union gibt es eben keine Blaupause. Und es ist richtig, dass Fehlentwicklungen schneller korrigiert werden müssen. Und es ist auch richtig, dass die neue Kommission unter Ursula von der Leyen diese großen Themen jetzt beherzt angeht, auch die Reform des Asylsystems. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Briten eben nicht in so einer depressiven Phase sich schnell davonmachen, sondern bei dem Prozess mitmachen und sich konstruktiv einbringen. Es ist natürlich immer leichter, einfach rauszugehen und sich wieder in den Nationalstaat zurückzuziehen. Aber es gilt das Gleiche, wie es auch in einer Familie gilt. Gerade in schwierigen Zeiten müssen wir eben auch zusammenstehen. Und nur so wird man nach einer Krise auch gemeinsam stärker. Es wurde ja keiner terrorisiert an der Stelle, Herr Kleinwächter. Fakt ist, wer rausgeht, ist eben draußen und muss auch so behandelt werden. Fakt ist aber auch, der Brexit ändert nichts daran, was ein Blick auf die Weltkarte zeigt. Großbritannien gehört zu Europa und wird immer zu Europa gehören. Briten und Europäer bleiben Nachbarn, und wir wollen, dass wir gute Nachbarn bleiben. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, wollen wir ein möglichst enges Verhältnis zu den Briten. Die Grundlinien zieht unser Antrag. Unser Außenminister hat es skizziert. Wir wollen ein gutes Handelsabkommen mit den Briten abschließen, und wir wollen eine ganz enge Partnerschaft, natürlich bei den Themen innere und äußere Sicherheit. Für uns ist dabei entscheidend, wir brauchen aber auch faire Wettbewerbsregeln. Und wir von der CDU/CSU, uns liegt ja das Thema Wettbewerb am Herzen. Für uns ist das nichts Schlimmes, aber es müssen eben die Voraussetzungen stimmen. Wir brauchen gleiche Chancen für unsere Unternehmen, und dies muss die Grundlage unserer zukünftigen Handelsbeziehungen sein. Und dazu gehört eben auch ein transparenter Mechanismus zur Überwachung dieser gleichen Chancen. Denn bei uns ist der Eindruck erweckt worden, nach wie vor, und da verrate ich kein Geheimnis, dass die Briten sich eben unfaire Vorteile verschaffen wollen. Und auch das zeichnet die neue Beziehung aus. Das können wir nicht zulassen. Sinnvoll
ist es aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion, dass eben die EU-Standards, und das ist was, was wir erwarten, auch in Großbritannien beachtet werden, und zwar dynamisch, dass auch jede Änderung auf EU-Ebene in Großbritannien mitvollzogen wird. Genau das hat auch das Europäische Parlament gestern gefordert. Noch ist es die Situation in London so, dass man es dort anders sieht und dass man das nicht möchte. Und um das ganz deutlich auch zu sagen, auch für die künftigen Verhandlungen gilt, dass es eben keine Rosinenpickerei geben kann. Man kann nicht ein bisschen Binnenmarkt machen mit ein paar Standards, die man hier nimmt, ein paar Standards, die man von dort irgendwie passend findet. Und es gilt auch, wer eine Steueroase vor Europas Küsten schaffen möchte, kann eben keinen unbeschränkten Marktzugang bekommen. Bei allem Ärger über die Schmutzkampagne der Brexiteers und die teils nach wie vor feindselige Rhetorik der britischen Regierung, und da bitten wir auch um Abrüstung, wir Europäer wollen in den kommenden Monaten den Grundstein für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft legen. Wir wollen nicht, dass dieses Drama wie bei Shakespeare endet. Wir strecken die Hand aus und hoffen darauf, dass die Hand in Großbritannien auch ergriffen wird. Herzlichen Dank.